Aber unsere wichtigste Aufgabe ist das gemeinsame Gebet. Das ist schön, dass Sie hier zu Hause angekommen sind. Ja. Ich bin jetzt gerade von dem Benediktinerinnenkloster in Köln und hier werde ich 2 Tage verbringen. Ich bin echt schon gespannt, was hier so auf mich zukommt. Deshalb würde ich sagen, wir gehen auch direkt mal rein und schauen uns das an. Ich finde, das Kloster ist von außen schon mal ein wirklich schönes Gebäude. Vor allem liegt es auch direkt an der Hauptstraße, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Deshalb bin ich jetzt gespannt, was für Überraschungen noch drinnen auf mich warten. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt mal rein und lerne dann Schwester Edith kennen, die ich auch die nächsten 2 Tage noch ein bisschen begleiten werde. Ja, guten Tag, herzlich willkommen. Hallo. Sie ist jetzt ein Benediktinerkloster, richtig? Ja, genau, Benediktinerinnen. Wir sind Frauen. Benediktiner sind die Männer und die Frauen nennen sich Benediktinerinnen. Und wir leben alle nach der Regel des heiligen Benedikt. Es gibt Dinge aus der Regel, die heute nicht mehr praktiziert werden. Es gibt aber Dinge, die auch heute aktuell sind. Und das sind zum Beispiel die Werkzeuge der geistlichen Kunst. Das ist das 4. Kapitel aus der Regel. Und dort wird zum Beispiel gesagt, alle Menschen ehren. Und das ist ja auch etwas, was wir heute praktizieren können. Alle Menschen ehren. Also nicht nur welche, die jetzt gläubig sind oder meine Mitbrüder oder Mitschwestern, sondern alle Menschen. Dazu zählen die Muslime, die Homosexuellen, alle Menschen. Schwester Edith hat mich sehr herzlich empfangen. Sie zeigt mir jetzt den Gästebereich und schließlich mein Zimmer. Ich bin schon gespannt, wie die Zimmer hier aussehen und was mich gleich erwartet. Zimmernummer. Das wäre dann dein Zimmerschlüssel. Vielen Dank. Ja. Und du bist die Gastschwester im Kloster. Was genau sind dann da deine Aufgaben? Ja, ich begleite die Gäste auf ihr Zimmer, die hier anreisen. Natürlich müssen sie erstmal anreisen und dafür bin ich für die Anfragen zuständig. Die schreiben mich dann per E-Mail an oder rufen per Telefon auch an und dann schaue ich, ob es möglich ist und dann kommen die hier hin. Und dann nehme ich die in Empfang und begleite die aufs Zimmer. Und was sind da zum Beispiel die Aufgaben von anderen Schwestern? Ja, wie in einem normalen Haushalt muss ja auch gekocht werden, es muss Wäsche gewaschen werden, dafür sind Schwestern zuständig. Dann gibt es eine Schwester, die für die Finanzen zuständig ist. Natürlich, im Kloster verdienen wir selber kein Geld, aber wir müssen uns ja irgendwie finanzieren und brauchen auch Geld, wenn wir unsere Termine haben oder wenn wir Ferien haben, kriegen wir auch unser Geld. Das muss ja irgendwo herkommen. Klar, ja. Genau. Und hat dann auch jeder die ganze Zeit die gleiche Aufgabe oder wechselt das irgendwie auch im Laufe der Zeit? Das wechselt auch, genau. Das Kölner Kloster empfängt Gäste und lädt zu sich ein. Ein offenes Kloster. Deswegen ist Schwester Edith als Gastschwester auch so wichtig. Sie zeigt mir jetzt den wichtigsten Bereich eines Klosters, die Kirche. Dort müssen wir besonders leise sein, um niemanden zu stören. 5-mal am Tag beten die Schwestern hier gemeinsam, manch eine sogar häufiger. Hier sind wir in der Außenkapelle, das ist der Zugang für alle, die zu uns kommen, also auch die Gäste. Und wir Schwestern haben einen separaten Eingang. Das heißt, jeder, der hier hinkommt, kommt hier in diesen Raum. Und ja, auch hier haben wir noch unsere Weihnachtsdeko. Und jetzt nicht erschrecken, wir haben dort ein Chorgitter. Ja, vor ungefähr 50 Jahren war das sogar so, dass sogar vorne, also vor dem Altar, ein Gitter war, damit man die Schwestern gar nicht sehen konnte. Das war damals ganz wichtig gewesen, weil wir ein kontemplativer Orden, also ein zurückgezogen gelebende Ordensgemeinschaft sind, dass man da besonders uns schützen wollte oder sollte. Ja, da sind wir Gott sei Dank nicht mehr in dieser Zeit. Wir haben 2010 die Klosterkirche renovieren lassen und seitdem ist sie so in dem Zustand. Wie sie davor ist, weiß ich nicht, weil ich auch 2010 das erste Mal hier hingekommen bin. Und da war die Klosterkirche gerade frisch renoviert. Genau. Hier sieht man das Chorgestühl, das ist so aus dem 19. Jahrhundert, also original.
Und jede von uns Schwestern hat ihren eigenen Platz. Da wir jetzt nur noch 18 Schwestern sind, wird dieses Chorgestühl auch nicht mehr von allen belegt. Das heißt, wir haben die jetzt auch geöffnet, zum Beispiel für unsere Oblaten. Die dürfen dann auch hier im Chorgestühl Platz nehmen. Oder wenn besondere Feiern sind, können auch die ein oder anderen Gäste dann ins Chorgestühl. Ja, ganz wichtig ist für uns Maria. Wir haben eine Priorin, also eine Oberin. Andere Klöster haben eine Äbtissin und bei uns ist es Maria, die unsere Vorsteherin des Klosters ist, unsere Äbtissin. Und deswegen hat sie diesen Platz ganz in der Mitte. Die Kirche war für mich sehr beeindruckend. Jetzt ziehe ich mich erstmal auf mein Zimmer zurück. So, der erste Tag im Kloster ist jetzt schon vorbei. Und ich muss mich jetzt auch schlafen legen, weil morgen um 5 Uhr klingelt schon der Wecker. Ich bin mal gespannt, wie fit ich dann bin. Wir sehen uns morgen. Ist das früh? Auf geht's. So, ich bin jetzt auf dem Weg zur Laudes. Es ist kurz vor 6, wirklich sehr früh. Und ich bin auch echt müde. Also ich weiß nicht, ob ich das wirklich jeden Morgen könnte. Aber für heute ziehe ich das durch. Drin kann ich leider nur mit dem Handy ein paar Aufnahmen machen, weil die große Kamera wirklich stören würde. Ja, ich würde sagen, auf geht's. Die Laudes und die erste Messe ist jetzt vorbei. So langsam wird mir auch wieder warm, weil es wirklich kalt draußen ist. Und ich muss sagen, ich fand es eigentlich wirklich schön. Also es wurde sehr viel gesungen, vor allem auf Latein, was ich leider nicht so viel verstanden habe. Aber fand ich überhaupt nicht schlimm, weil das war irgendwie so ein bisschen meditativ. Insgesamt war es ein klein wenig fremd, würde ich sagen. Aber eigentlich fand ich es schön. Also es ist einfach was Neues und ich bin gespannt, was noch so im Laufe des Tages auf mich zukommt. Jetzt wärme ich mich noch ein bisschen auf, bevor es weitergeht. Schwester Agnes wartet gleich auf mich. Sie gibt mir exklusive Einblicke in das Klosterleben, zu dem Bereich, der für die Gäste eigentlich nicht zugänglich ist. Darauf bin ich schon sehr gespannt. Ich bin Katharina. Hallo Katharina. Ich bin Klaus Agnes. Ich wollte ganz gerne mal mit in den Klausurbereich nehmen und Ihnen einfach zeigen, den Bereich, der für uns Schwestern der Lebensbereich ist und der auch ganz wichtig ist. Durch diese Tür, wo wir jetzt hier vorstehen, treten alle Schwestern mit ins Kloster ein und werden auf der anderen Seite von der Gemeinschaft, von den Schwestern empfangen. Wir sind jetzt natürlich nicht da. Ja. Müssen wir dann noch irgendwas beachten? Wir gehen durch. Wir gehen durch, wir gucken genau. Wir müssen jetzt... Ja. Hier sind die Räume, wo die Kranken... die unterstützungsbedürftigen Schwestern wohnen. Genau. Und Sie kümmern sich dann auch mit um die Kranken? Ich kümmere mich um die Kranken und helfe denen, dass sie gut in den Alltag starten können und auch gucke, dass sie auch durch den Alltag durchkommen. Ja. Wir haben keine pflegebedürftigen Krankenschwestern, also keine Schwestern, die im Bett gepflegt werden müssen.
Die sind alle selbstständig, soweit es geht, brauchen halt ein bisschen Unterstützung. Ja. Unsere Räume, wo wir schlafen, sind halt ganz, ja, auch ganz persönliche Räume, auch Gebetsräume. Und deswegen betreten wir normalerweise die Räume nicht. Aber hier gibt es einen Raum, der steht halt frei, da wohnt im Moment keiner. Ja. Ist gut. Ja. Aber so, dass wir einmal kurz gucken können, wie schlecht einfach auch so ein Raum aussieht. Schauen wir mal rein. So. Na gut, so sieht es schöner aus. Genau. Ja, das ist ja tatsächlich jetzt kleiner als das Zimmer, in dem ich schlafe. Das ist kleiner als das Zimmer, in dem Sie schlafen und trotzdem eines der größeren Zimmer. Aber Sie kommen einfach mit wenig Platz aus? Wir kommen mit wenig Platz aus und haben eigentlich das Notwendigste auf dem Zimmer. Also die meisten Schwestern haben wir haben keinen eigenen Fernseher. Sondern einen kleinen Schreibtisch, einen kleinen Tisch, einen Schrank, persönliches, Bücher, Sachen, die einem wichtig sind. Genau. Ja, wenn das ausreicht, finde ich, ist das doch gemütlich, wenn man sich wohlfühlt. Ja, schön. Vorträgen, wenn irgendwelche Entscheidungen getroffen werden müssen, wenn die Leitung des Klosters gewählt wird. Also alles Wichtige findet hier unter anderem auch in dem Raum statt. Und hier können wir auch ein bisschen freier sprechen. Man heilt es nämlich nicht durch das ganze Haus. Wie wichtig ist Ihnen denn Stille hier? Ist es so, dass man bestimmte Bereiche hat, wo man wirklich schweigt? Ja, dazu gehört auch der Kreuzgang. Ist sozusagen einer der Bereiche, wo man schweigt. Und trotzdem sind wir eine lebendige Gemeinschaft. Das heißt, es kann auch schon mal passieren, dass dann zwei Schwestern durch den Kreuzgang gehen und sich doch unterhalten. Ja. Genau. Streng genommen müssten wir also hier in diesem Bereich des Klosters ganz still sein. Ich frage mich, ob mich dieses ruhige Leben nicht irgendwann bedrücken würde. Schließlich kann Stille manchmal ganz schön laut sein. Und wir laufen jetzt geradeaus auf so ein kleines Kapellchen zu. Ja. Das ist unser einziges Grab, was wir hier im Kloster haben. Als das Kloster 1894 gegründet wurde, ist die Gründerin 6 Wochen später verstorben. Ja. Und da die Häuser halt noch nicht da waren, ist sie hier beerdigt worden. Und die nächsten Schwestern sind dann noch ganz normal auf dem Für Benediktiner, für Benediktinerin ist der Satz Ora et Labora ganz wichtig. Jede Schwester hier im Haus hat ganz persönliche Aufgaben, damit auch das Leben in der Gemeinschaft gut funktionieren kann. Aber unsere wichtigste Aufgabe ist das gemeinsame Gebet. Wir verbringen täglich ungefähr 3,5 Stunden in der Kirche. Manche sogar mehr, manche sogar auch länger auf dem persönlichen Gebet. Beten ganz alte Texte, die Psalmen. Die singen wir meistens. Und beten heißt, wir nehmen Menschen mit in dieses Gebet, was wir da singen. Wir tragen die Menschen und die verschiedenen Schicksale mit im Gebet mit, in dieser Verbindung mit Gott.
jeden Tag mindestens 3,5 Stunden beten, das ist ganz schön viel. Allerdings kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das Beten in der Gemeinschaft den Schwestern viel Ruhe und auch Kraft geben kann. Hier im Kloster leben Jung und Alt ganz nah zusammen. Schwester Agnes hat eine der klosterältesten Schwestern gefragt, ob sie mit mir über ihre Geschichte sprechen würde. Ich freue mich, dass Schwester Maria Gertrud dem zugestimmt hat und mit mir reden möchte. Mein Name ist Schwester Maria Gertrud. Und wenn ich fragen darf, wie alt sind Sie und vielleicht auch wie lange Sie schon hier in dem Kloster sind? Also, das dürfen Sie. Ich bin 86 Jahre alt und ich bin seit 2005 bin ich hier. Das ist also noch nicht so lange. Ja, und davor? Davor, tja, das ist eine lange Geschichte. Ich bin verheiratet gewesen und habe Kinder. Vom Beruf bin ich Kinderkrankenschwester. Und ich habe im Krankenhaus auf einer Entbindungsstation gearbeitet. Und bei der Geburt von einem dritten Kind ist die Mutter gestorben. Und die Familie, die war fassungslos und sie wussten ja wirklich nicht mehr, wohin und was machbar ist. Die Große war damals schon 14 Jahre alt und die hat mich dann gefragt, ob ich nicht zu ihnen kommen könnte, den Haushalt übernehmen, die Kinderpflege übernehmen und erst war mir nicht klar, was ich machen sollte, aber ich habe mich dann kurzfristig entschieden und bin zu denen in den Haushalt gegangen. Das hat aber nicht lange so funktioniert und irgendwann sind die Mädchen dann gekommen und haben mich gefragt, ob ich nicht mich entschließen könnte, den Papa zu heiraten. Oh, okay, wow. Ja. Wie kamen Sie dann hierher ins Kloster? Eine Bekannte, die hatte sich für Exerzitien auf dem Michelsberg angemeldet und hat mich gefragt, ob ich nicht mitgehe. Und was gibt Ihnen das hier dann, dass Sie wirklich zum Bleiben bewegt hat? Was ist das Schöne hier an dem Leben im Kloster? Also für mich ist es ganz wichtig, dass die Gemeinschaft wirklich, da kann ich mich hundertprozentig drauf verlassen. Ja, und auch das gemeinsame Beten, das gemeinsame Arbeiten, das gemeinsame Überlegen. Ich glaube, in so einer Gemeinschaft, wenn man dahin gehört, dann fühlt man sich einfach zu Hause. Das ist schön, dass Sie hier zu Hause angekommen sind. Ja. Maria Gertruds Geschichte hat mich wirklich beeindruckt. Hier im Kloster hat sie einen Ort gefunden, an dem sie nach dem Tod ihres Mannes wieder nach vorne schauen konnte. Hier fühlt sie sich von der Gemeinschaft angenommen und geborgen. Das klingt für mich unglaublich schön. So, dann wünsche ich Ihnen eine gute Zeit hier. Dankeschön. Danke, vielen Dank. Ich verabschiede mich von Schwester Maria Gertrud und mache mich gleich auf den Weg zum Mittagsgebet. Dieses Mal darf sogar die große Kamera mit in die Kirche. Yeah.
So, nach dem Mittagsgebet und dem Mittagessen werde ich mich jetzt erstmal eine Runde ausruhen, weil ich bin jetzt auch relativ müde. Aber ich würde sagen, der Tag war bis jetzt echt erfolgreich. Und gerade das Interview mit Schwester Maria Gertrud fand ich total spannend. Und irgendwie bin ich total beeindruckt davon, wie selbstlos sie gehandelt hat und ihr Leben wirklich viel anderen Menschen widmet. Und ich denke, da werde ich noch länger drüber nachdenken. Genau, aber jetzt mache ich erstmal eine Runde Pause und hoffentlich habe ich dann heute Nachmittag frische Energie. Ja? Darf ich kurz stören? Ja, sicher. Ich habe gehört, dass du heute schon abreisen wolltest. Ja, genau. Wir fahren heute Abend schon. Ah ja. Kann ich noch irgendwie was helfen, bevor wir fahren? Noch ein bisschen hier für Ordnung sorgen? Also wenn du möchtest, können wir zusammen das Bett abziehen. Ja, gerne. Weil ich wollte dich nämlich auch nur noch fragen, wie du überhaupt hierher gekommen bist. Das fände ich echt noch interessant zu hören. Ja, das ist keine kurze Geschichte. Also es hatte schon 2007 angefangen, da war ich einen Monat alleine in Paris gewesen und hatte so innerlich so gemerkt oder so eine Stimme gehört, werde Nonne. Und ich habe gesagt, da kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, was wird aus meinen Freundinnen, meiner Familie, meinem Schmuck, meinen Klamotten. Das war damals für mich alles ganz wichtig und habe dann ja, abgewehrt. 2008 waren meine Eltern in Südfrankreich gewesen und hatten eine Box mit Bibelsprüchen mitgebracht. Und dann habe ich einfach mal eines Tages so einen Bibelspruch gezogen und da stand drauf, folge mir nach. Okay. Und dann, das war so kurz vor meinem Abitur und da habe ich dann das bleibt. Also ich habe da so ein bisschen im Internet geguckt, aber dann war halt das Abitur und das war dann für mich natürlich wichtiger und dann habe ich diesen Gedanken auch wieder verworfen. Und 2009 war ich mit einer Freundin in Tessé gewesen. Und da kam es dann so stark, dass ich einfach gemerkt habe, das ist mein Weg. Und bin dann 2010 das erste Mal hier gewesen als Gast für 5 Tage. Und ja. Hat dann hier überzeugt direkt? Ja. Also es war so, ich hatte das Gefühl, nach Hause zu kommen. Also es war so, dieser Tabernakel, dieser goldene Tabernakel, der hat mich so angezogen wie ein Magnet. Also das war... Wow, okay. Ganz besonders, ja. Und was meinst du, wie wäre dein Leben abgelaufen, wenn du nicht hier gelandet wärst? Oder war das gar keine Option? Also, ich hatte auf Lehramt studiert gehabt, hatte aber damals schon gemerkt, eigentlich Lehrerin möchte ich gar nicht werden. Also ich habe Französisch und Spanisch auf Lehramt studiert. Sprachen waren meins, aber meine Eltern konnten damals nicht die Dolmetscherschule bezahlen. Also hatte meine Mutter damals gesagt, studier doch auf Lehramt. Aber ich habe schon während des Studiums gemerkt, Lehramt ist eigentlich gar nichts für dich. Also hätte ich wahrscheinlich eher versuchen müssen, mich durchzusetzen und zu sagen, nein, ich möchte jetzt aber was mit Sprachen und kein Lehramt. Nur ich hatte damals einfach nicht so diese Perspektive oder diese, ich konnte damals einfach nicht sehen, was ich jetzt mit den Sprachen machen kann, weil, genau. Und hier ist das so, ich übersetze das ein oder andere und es gibt sogar eine Mitschwester aus einem anderen Kloster, die simultan dolmetscht. Und die habe ich jetzt mal angeschrieben, ob sie da so ein paar Tipps hat und vielleicht kommt da was in die Richtung auf. Ja, vielleicht ergibt sich ja noch was. Das wäre schön, ja. Und wollen wir uns vielleicht gerade noch mal aufs Sofa setzen, dann können wir noch weiterreden. Können wir gerne. Ja, mich würde noch interessieren, ob du das dann jemals irgendwie bereut hast, dass du nicht den anderen Weg gegangen bist als Dolmetscherin oder als Lehrerin. Ja, bereuen würde ich es jetzt nicht nennen, aber manchmal hat man schon so die Wünsche, wenn man hört, dass Freundinnen verreisen. Och, das hättest du doch auch gerne. Und dann nochmal so für mich gucken, ja, aber guck mal, was hast du hier? Ja. Und was ich hier habe, ist eine Gemeinschaft, von der ich angenommen und geliebt bin. Und das ist ja auch etwas, was ganz wichtig ist. Ich habe die Zeit fürs Gebet, ich habe die tägliche Anbetung und das ist für mich auch wichtig. Und Ja, apropos geliebt. Vermisst du manchmal irgendwie eine Beziehung zu haben oder weiß nicht, warst du schon mal verliebt? Irgendwie sowas ist ja vielleicht auch ein Thema. Ja, verliebt war ich schon, klar. Mhm. Aber ich habe ja hier eine Beziehung. Das ist natürlich schwer zu verstehen, aber ich habe eine Beziehung mit Gott.
Ja, okay. Ja, und wie sieht das aus mit der Familie irgendwie? Die kommt ja wahrscheinlich auch mal zu Besuch. Genau. Also immer wieder zwischendurch, ja. Natürlich an Weihnachten, also nicht an Weihnachten selbst, sondern ein paar Tage später meistens. Ja. Und ich habe ja auch meine Ferien, die ich dann mir einteile, also da gehe ich dann auch Familienbesuche machen. Eine Schwester von mir wohnt in der Schweiz zum Beispiel. Ja. Und ansonsten auch mit Freundinnen telefonieren ist natürlich auch hier möglich, also das und geht dann schon. Wahrscheinlich ist das hier dann ja, es heißt ja Schwestern, auch so ein bisschen wie so eine große Familie, oder? Genau. Ja, also man lebt ja auf engstem Raum zusammen. Man hat zwar sein eigenes Zimmer, aber ansonsten ist man schon viel auch mit den Mitschwestern zusammen. Und wenn man so an den Bücherfächern steht, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, da ist ein Bücherfach an das andere und dann steht man sich manchmal schon so ein bisschen im Weg. Das ist einfach. Und es gibt Dinge wie bei einer WG, wer hat das letzte... wer hat die letzte Rolle Klopapier leer gemacht oder wer hat das nicht aufgefüllt... wer kümmert sich darum, ach, kann ein anderer machen, ich muss das jetzt nicht. Und dann regt man sich auf, ja, keiner hat Bescheid gegeben. Also sowas gibt es dann hier auch. Ne? Mhm. Das ist ganz natürlich. Mir ist eben noch aufgefallen, du hast so einen schönen Ring am Finger. Hat der auch irgendeine bestimmte Bedeutung? Wofür steht der? Das ist unser Ring, den wir bei unserer ewigen Profess bekommen. Das heißt, wenn wir uns ein Leben lang an die Gemeinschaft binden, dann gibt es eine besondere Feier. Vorher haben wir auch einen weißen Schleier. Und in der Feier, wo wir uns ewig an die Gemeinschaft binden, so war es noch zu meiner Zeit, wird dann der Schleier in der Feier gewechselt. Dann wird man sozusagen schwarz gemacht. Und dann bekommt man halt auch diesen Ring. Und den zieht man sich nicht selbst an, den bekommt man dann sogar angesteckt. Und dann heißt es auch, ich vermähle dich mit Christus. Mhm. Und ja, also es ist eine Besiegelung des Bundes mit Gott, den ich eingegangen bin. Es ist schon spät geworden. Nach dem Gespräch mit Schwester Edith steht für mich nun das letzte Gebet meines Aufenthalts an. Vielen Dank. Gern geschehen. Tschüss. Bis später. Und ich wollte mich nochmal ganz doll bedanken. Ich fand es eine richtig tolle Erfahrung und es war wirklich total toll, dass so viele Fragen auch beantwortet wurden. Ich glaube, ich werde auch noch ein bisschen länger drüber nachdenken. Das und vielleicht sehen wir uns ja sogar nochmal. Ja. Vielleicht komme ich nochmal vorbei. Ja, gerne. Genau. Also, willkommen. Vielen, vielen Dank und alles Gute. Danke gleichfalls. Tschüss. Tschüss. Meine 2 Tage im Kloster sind jetzt schon zu Ende und ich muss sagen, ich fand es wirklich eine richtig tolle Erfahrung. Ich wurde total freundlich und offen aufgenommen. Ich fand, das war echt eine positive Überraschung. Ich muss sagen, jetzt für mich selbst kann ich mir das Leben im Kloster dauerhaft nicht vorstellen. Ich glaube, ich würde zu sehr Freunde und Familie regelmäßig zu sehen vermissen, spontan was zu unternehmen oder auch einfach zu reisen. Aber trotzdem muss ich sagen, ich kann den Reiz wirklich verstehen, so einen getakteten Tagesablauf zu haben. Ich finde, das hat so ein bisschen was Beruhigendes und auch die Gebete waren irgendwie sehr meditativ und es hat mir sehr gut gefallen eigentlich. Ja, und jetzt geht's auf den Weg nach Hause und ich kann morgen endlich ausschlafen.